Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, bei dir wieder sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für die nächsten 48 Stunden für dich steht, ja? Das spricht jetzt für dieses Wochenende, ja? Schauen wir mal. Unter dem Deck haben wir ein Puppe der Münzen, eine Energie, eine jüngere Person, eine jüngere Energie, kann für ein Kind reden, kann für einen Freund, kann für eine neue Energie, kann für einen Altersunterschied reden. Es kann für natürlich sogar für eine Entschuldigung reden, wenn wir es so wollen. Eine Person, die eine Kommunikation machen möchte. Aber Münzen sind langsam, ne? Also das. Für mich würde nicht jetzt für jetzt wo am Wochenende reden oder sprechen, aber gut, man weiß ja nie. Aber sprich schon für eine Kommunikation oder eine Person, die tatsächlich du sehr wichtig bist für diese Person und es gibt hier ein Gefühl von kommunizieren, ne? Genau, Wahnsinn, schau mal. Wassermann, ich habe hier eine Königin der Kelche, die Kraft, spricht für Sternzeichen Löwe. Ich habe hier auch Wasserelement, Fische, Krebs und Skorpion und ein Puppe der Münzen. Es gibt hier eine Situation von eine Kommunikation machen. Ne? Interessant. Das wird vielleicht eine Überraschung hier sein für manche. Naja, schau mal jetzt, bitte schön, Wassermann, was ich auf dem Tisch habe. Zehn der Schwerter, zehn der Stäbe und die Karte die Liebenden. Was für eine Mischung von Karten und wie, ja, also wie irgendwie, die wollen uns so viel sagen. Das ist, was ich sagen möchte. Diese Karten wollen uns so viel sagen. Ich denke natürlich. Diese Person, die hier sich zeigt, in manche Fälle für manche von euch, könnte für eine Entschuldigung reden. Eine Person, die eine Kommunikation machen möchte. Ja? Wassermann, wir könnten sogar für einen Altersunterschied reden, ja? Zwei Personen, die einen Altersunterschied haben, ne? Eine starke Anziehungskraft für eine Person. Es kann schon sein, dass hier jetzt viel Zeit vergangen ist, ne? Zwischen dieser Situation und jetzt. Also es ist viel Zeit vergangen und jetzt ist diese Person mutig. Jetzt wird diese Person mutig und möchte tatsächlich eine Kommunikation machen. Wir reden tatsächlich hier von einer Sache, die sehr lang in der Zeit jetzt ist, viel Zeit vergangen ist, aber auch viele Enttäuschungen. Es kann sogar möglich sein, Wassermann, dass du mit dieser Person auch mit Arbeit verbunden warst, also dass ihr beide in der gleichen Arbeitsstelle gearbeitet habt oder dass ihr eine Verbindung mit der Arbeit habt, also oder euch kennt, da du durch die Arbeit euch kennt. Irgendeine Sache ist hier. Es gibt hier eine Situation, die ein Ende hatte. Es war schon bereits ein Ende da, aber es gibt hier eine karmatische Situation. Was meine ich jetzt mit einer karmatischen Situation? Es war karmatisch, also das sieht man ja, ne? Aber ich rede von Seelenpartnern auch, ne? Also ich rede von Seelenpartnern. Also ich denke, irgendeinen Lehrer gab es zum Lernen, ne? Einen Lehrer gab es zum Lernen da und irgendjemand hat vielleicht gelernt und jetzt möchte man
eine wichtige Entscheidung treffen, einen Schritt nach vorne machen. Also, was soll ich dir hier sagen? Ich meine, ich bin sprachlos mit diesen Karten. Überhaupt, was die Karten mit sich, also uns sagen wollen. Ne? Also es gab eine Situation, eine ganz schwierige, komplizierte Situation, Wassermann. Was du hier hinter dir hast oder mit dieser Person hast. Diese Person möglicherweise selbst auch. Also wir reden hier, dass zwei Personen sich spiegeln und möglicherweise eine komplizierte Situation schon hinter euch war. Ja? Ich rede von mehreren Enttäuschungen. Ich rede von einer Situation, die tatsächlich nicht mehr möglich war. Eine komplizierte Sache, ne? Aber die Karte, die Liebende. Die Karte, die Liebende, spricht für Sternzeichen Zwilling, Wassermann. Oh, ja. Also hier haben wir Zwillinge zu sehen, Wassermann. Und die Sache ist, ich denke, ich weiß nicht, ob du das bist, Wassermann, weil es kann sich ja spiegeln. Ne? Das kann ich nicht vermeiden. Das ist die Energie. Und es kommt auf diese Sternzeichen und Aszendent und andere Sternzeichen, die wir da haben. Es könnte sich spiegeln. Entweder bist du die Person, die diesen Schritt machen möchte, die diesen Mut jetzt gewinnt und diese Kommunikation am Denken ist, diese Kommunikation zu machen, weil es gibt hier eine Person, die sehr wichtig ist, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und jemand möchte jetzt hier diese Kommunikation machen, eine wichtige Entscheidung treffen, eine Entscheidung, Wassermann, die tatsächlich mit euren Existenz zu tun hat. Ja? Ja, Entschuldigung, meine Pause, aber ich bin etwas mit den Karten hier schon ziemlich sprachlos, ja? Muss ich dir schon sagen. Warte mal kurz, ich helfe mir ein bisschen. Ja, so ist es. Unter dem Deck habe ich einen König der Stäbe. Die Energie von der Person ist eine sehr leidenschaftliche Energie. Könnte für ein Feuer-Sternzeichen reden, also Löwe, Schütze oder Sternzeichen Widder. Eine Person, die mit dir schon ein Erlebnis, eine Vergangenheit hatte. Ja? König der Kelche. Nochmals ein König der Kelche. Königin der Kelche habe ich da. Also Skorpion, Krebs, Fische. König der Münzen. Mein Gott, wie viele Menschen hier jetzt plötzlich, ne? Stier, Steinbock, Jungfrau. Ich denke, es kommt drauf, die Gerechtigkeit. Sternzeichen Waage, Wassermann. Es gab schon irgendeine Trennung, gell? Mit einem, in manchen Fällen mit einer Langzeitbeziehung gab eine Trennung. Ich habe hier mehrere Königin, ne? Also es kann schon, es kommt darauf an, was für uns und ein Ass der Münzen. Also tatsächlich hier, jemand möchte tatsächlich hier alles. Jemand möchte alles mit dir, Wassermann. Das super wäre natürlich, Wassermann, dass du das Gleiche möchtest, weil man hat ja nichts davon, ne? Wenn der andere, der eine doch alles mit dir möchte, aber du in Wirklichkeit nicht mehr. Das ist natürlich schade, ne? Und Pech halt. Also mit 10 der Schwerter habe ich 7 der Münzen. Es bestätigt, es ist eine Situation, die wirklich mit der Zeit verbunden ist, wo man viel Geduld gezeigt hat hier. Es ist eine Sache, wo eine gewisse finanzielle Situation dazwischen auch war oder mit dieser Person oder irgendwie oder eine Verbindung. Also schau mal, 10 der Stäbe und der Gehängte, ne? Es ist schon eine Sache, die mit einer Transformation verbunden ist. Es gibt schon hier, es gab schon eine Transformation. Der Gehängte spricht für Sternzeichen Fische, ne? Und es gibt hier einen Stillstand, keine Kommunikation. Es war ja kompliziert.
die Sache hier, was ich hier habe. Es gab schon eine komplizierte Situation da. Es war schon kompliziert. Auch Gott weiß warum. Es können mehrere Gründe sein, weil die Situationen sind ja unendlich verschieden. Es können sogar mit anderen Personen auch zu tun gehabt haben. Menschen, die einfach sich da reinmischen oder einfach die Situation ergab sich halt so kompliziert. Die Sache ist, mit unseren Liebenden haben wir ein Puppe der Münzen. Ein Puppe der Münzen. Eine Energie, die langsam ist, Wassermann. Wassermann, ich weiß wirklich nicht, was hier wirklich wird. Ich sage es dir ganz ehrlich, aber mein Gefühl ist, dass diese Person sich so viel Zeit jetzt genommen hat. Und tatsächlich, guck mal, Puppe der Münzen, Ritter der Münzen, Ass der Münzen. Diese Person möchte alles mit dir. Ne? Es gibt hier viel Reichhaltigkeit, viel Stabilität, viel finanzielle Stabilität auch. In manchen Fällen sogar eine starke Sache, was mit Arbeit zu tun hat. Ein neues Projekt, eine neue Situation. Sehr erfolgreich. Also wir reden hier über Erfolg. Wenn das für dich, für Beruf redet, ist das hier Erfolg? Ist das hier sehr positiv für deine Zukunft? Ja? Wenn das eine Person ist, ist das Gleiche. Wir haben ja die Karte die Liebende. Und wir haben mit einer Kommunikation, die ich aber nicht denke, dass es vielleicht am Wochenende kommen wird. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, weil Münzen sind sehr langsam. Ja, Münzen sind langsam. Also diese Kommunikation bekommst du nicht am Wochenende, Wassermann. Aber glaube mir, dass irgendjemand hinter den Kulissen vielleicht, eine Person, die irgendwie in einem Stillstand jetzt sehr lang stand, oder keine Kommunikation. Es gibt hier ein Gefühl von, jemand ist langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Und das Gefühl ist, dass man hier sich für die Liebe entscheidet. Dass man sich für die Liebe entscheidet. Dass es sehr wahrscheinlich eine karmatische Situation hier gab und jemand sich diese Kommunikation machen möchte. Sternzeichen Löwe, Wassermann, ist sehr stark zu sehen hier. Sternzeichen Löwe, sehr stark zu sehen. Zwilling auch, Waage, Wasserelement, Fische, Krebs und Skorpion. Ja? Für mich beeindruckend ist, dass die Karte, die Liebende, die letzte Karte ist. Das ist eine große Arkana. Und immerhin ist die Karte die Liebende. Ne? Sind auch Menschen, die sich von anderen Leben kennen. Es gibt eine starke Seelenverbindung hier. Und ich weiß nicht, ob du weißt, von wem wir hier reden. Weil es kommt darauf an, von welcher Vergangenheit oder welche Zeit in dieser Vergangenheit darüber gesprochen wird. Aber jeder für sich wird vielleicht eine Verbindung hier sehen. Ist einfach interessant, Wassermann, tatsächlich, das ist, was ich wirklich sehe. Also ich kann es dir einfach nicht anders sagen. Ja? Also danke schön, dass du da bist, dass du mich zuhörst. Danke schön für deine Likes und für deine Abos, die sind sehr wichtig für mich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und einen schönen dritten Advent. Ja? Wir sehen uns am Montag, Wassermann. Tschüss.